Hallo und herzlich willkommen bei lorline.de. Mein Name ist Eklas. Wir machen den Erfolg Rächer der Vertriebenen. 10 Erfolgspunkte gibt es insgesamt und den Titel Rächer der Vertriebenen. Wir befinden uns hier in Höhlbrack während des Kapitels Eine ruhige Feier. Das ist das 5. Kapitel. Jetzt marschieren wir einfach hier mal wieder rein in Knut Weißbärs Speicher. Hört euch die Unterhaltung an. Ja, das machen wir doch. Alle, als ich nach Klippheim kam, ein Dutzend meiner Freunde. Verstehe. Mögen die Geister ihnen Frieden schenken. Gemeinsam hätten wir. Aber nein. Jeder Jäger für sich allein, ja? Ist nicht so einfach. Doch, ist es. Wie geht's nun mit euch weiter? Was kümmert's euch? Ich baue Klippheim wieder auf mit den Freunden, die noch leben. Klug ist, wer erstmal Kräfte sammelt und den Kampf dann fortführt. Was ihr auch tut, mögen die Geister euch schützen. Genau, das war Teil 1. Das Rückgrat der Bären, Braham. Und die Schleue des Raben. Ja, das hat er von seinem Vater. Aber leider auch. So, dann gehen wir rüber in die schwarze Zitadelle. Also erstmal die Instanz verlassen. Schwarze Zitadelle ist hier. Und im Imperatorkern ist auch die Gefängniszelle. Also das Gefängnis. Das ist ziemlich weit unten. Oh, ja, machen wir mal den hier. Ist das noch weiter unten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder war das oben jetzt? Bin ich jetzt echt runtergesprungen? Ich dachte, das wäre immer unten. Nee, stimmt schon, das ist hier unten. Doch, das ist unten, natürlich ist das unten. Da, unten, direkt am Eingang, rechter Hand. So, unterhalten wir uns mit Rox. Rox ist da hinten in der Ecke. Euer Tiergefährte. Lief mir zu. Passt zu euch. Bildet ihn gut aus. Mache ich. Eine Frage, Tribun. Wann ihr erfahrt, ob ihr gut genug seid, meinem Trupp beizutreten? Wenn ich es sage, Gladium. Und keine Sekunde früher. Ja, Tribun. Tut mir leid, Tribun. So macht man das. Genau. Rächer der Vertriebenen abgeschlossen. 10 Erfolgspunkte mehr für euch und den Titel. Viel Spaß mit dem Erfolg. Bis dahin und tschüss.